Another puzzle solved. So, mehr Hello, crazy gentlemen. People. A bit early for a lunch break, isn't it? Until the eraser factory opens again, Daryl and I have nowhere else to go. Yeah, me and Daryl got nowhere else to go. Oh, that's great. Then you don't mind if I ask you a few questions? Yeah. As soon as I get these bugs back in place. What? Why do you have bugs in a diner? You gonna help or not? Ein Insektensammler. Na gut, ich soll die einkasteln. Bla bla bla. Jetzt kommen die Regeln erstmal. Also jedes Kästchen. Was enclose all the bugs using the fewest number of lines to draw a box possible. Also ich soll alle Insekten irgendwie einkasteln und dabei so wenig wie möglich Linien verwenden. Eine Box kann jede Größe haben, aber es muss ein Rechteck sein, also irgendwie vier Seiten haben und ich darf keine L-Formen oder so Späße machen. Insekten von derselben Sorte dürfen in derselben Box sein, aber mischen ist sozusagen verboten. Jeder Grashüpfer braucht drei Felder Territorium, inklusive des Feldes, auf dem er steht. Das heißt, das und zwei weitere. Die Pinken brauchen zwei, einschließlich des Feldes, auf dem sie stehen. Okay, ich fange jetzt einfach mal an und guck mal, ob da was Sinnvolles rauskommt. Jetzt nehmen wir mal an, das wäre so, dann hätte der drei. Dann geben wir dem hier auch noch drei. Eins, zwei, drei, vier. Dann brauchten die einen Platz von acht insgesamt. Also irgendwie vielleicht so. Aber jetzt bräuchten die einen Platz von 4 und das funktioniert nicht. Dann habe ich hier einen Grashüpfer drin. Okay, dann machen wir das mal rückgängig. Wenn ich die beiden... Ich muss die beiden ins selbe Kästchen tun, weil den alleine einschließen geht nicht. Der braucht ja 2. Das heißt 1, 2. Jetzt brauchen die aber noch 2 extra Platz. Das heißt so, das hier muss eigentlich so sein. Das geht gar nicht anders. Ja. So. Dann diese beiden hier zusammen brauchen einen Platz von 6. Das heißt, ich könnte denen das Ganze so... Ich könnte denen das Ganze so verpassen. Die hier brauchen auch einen Platz von 6. Die brauchen einen Platz von 4. Und die da oben brauchen auch einen Platz von 4. So, das könnte funktionieren. Das wären 1, 2, 3, 4, 5 Boxen. Ne, 1, 2, 3, 4, 5 Boxen, doch... Geht es um so wenig wie möglich Linien oder so wenig wie möglich Boxen? The fewest number of lines possible. Okay. Also ich habe... Also außenrum muss ich ja sowieso machen. Und dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mal gucken, ob wir was Besseres finden. Das hier war Pflicht. Da kommen wir nicht drum rum. Ne? So. Jetzt könnte ich ja vielleicht auch diese hier nochmal in diese Box setzen. Dann habe ich hier oben noch den Platz frei. Ich kann auch die hier zum Beispiel in dieselbe Box setzen. Aber jetzt wird das hier, jetzt geht das hier nicht auf. Okay, also das funktioniert nicht. Ich glaube, das hier war schon gar nicht so schlecht. Wenn ich das jetzt hier nach unten mache, dann komme ich auf dieselbe Lösung. Wenn ich das nach oben mache, dann wird das ganz verkehrt, weil ich dann hier unten überflüssigen Platz habe. Nee, dann war das die einzige Lösung. Beziehungsweise, es ist nicht die einzige Lösung, aber es ist schon die optimale Lösung. Es wäre ja jetzt möglich, hier eine Linie zu ziehen, aber es bringt halt nichts. Ich darf die ja im selben Kastel haben und es kostet zusätzliche Linien. Also, das wird schon so passen. Hoffe ich mal. Ach nee, das war. Look at that! He did it! Yes. Now, will you answer my questions? Sure. Fire them at me. Erzähl mir von der Fabrik. Er stellt immer dieselben Fragen. Would you say it's a safe place to work?
Well, safe as any other place, I guess. Yeah, except the new wing is haunted. No, it isn't. You better quit listening to those hippies. Why do you think the new wing is haunted? When the factory expanded, we built a new wing. A bunch of locals got angry. We had to clear out part of the forest to do it. Because spirits live in the forest. Yeah. You mentioned something about spirits in the forest. Really? Depends on who you ask. You won't see me out in the woods after sundown. Well, me neither. But there ain't no spirits. Sag doch, do you guys know Geist what happened krank to the foreman? Yeah, the lobster bit him. Shut up, Daryl. Es gab einen Typ namens Lob. Wer war das doch? What do you mean a lobster bit him? He means Mike Lob. Mike and Isaac didn't get along all the time. Had a little bit of a fight. That's because Isaac thought he was smarter than all of us floor guys. Well, he probably is. No, he ain't. Just because he's a college boy don't make him smart. What do you know about the guy fixing the sign outside? Randall Scruffman. Weird guy. Yeah, I sogar Scruffy. Talk to him. Yeah, but he sure picked the right line of work. He's gonna be employed forever. Stuff always needs fixing. I think he looks extra hard for stuff to fix around here. Yeah, so he can be close to Glory. She's the waitress here. Sweeter than moose milk in the morning. Mm-hmm. Thanks, gentlemen. Anytime. Also Mike Lob klingt mir nach einem möglichen Täter sozusagen. Wenn wir denn wüssten, was überhaupt passiert ist. Der ist ja auf einem... Hä? What the hell? Ey. Wenn du hier noch länger bleibst, wirst du ja tatsächlich geisteskrank. Es tauchen hier schon irre Meinzelmännchen auf. Snow must be playing tricks on my eyes. For a second, I thought I saw... It doesn't matter. I'm on my way to question Mike Lob at the ice fishing huts. But to get there, I have to go through Sesame Woods. That doesn't sound dangerous at all. So langsam bekomme ich Angst. Okay. Ist der tot? Hello? Ugh. I think I found Mike Lob. Man, late 30s. Looks like he froze to death, trying to solve some sort of problem. I'm gonna have a look. Das wird immer verwirrender. Okay. Ich soll Teilchen drehen. Einen Weg finden. Let the path intersect. Hä? Okay. Wo geht's los? Also ich soll irgendwie einen Weg finden hier runter zu der Hütte. Soll ich die Typen hier vermeiden oder soll ich die Typen hier treffen? Lest the part intersect with one upon which a shadowy figure lurks. Ich denke mal, ich soll die vermeiden. Aber dann hätte ich ja jetzt so schon einen Weg. Ach so, wahrscheinlich darf ich die... Darf es gar keinen möglichen Weg zu einem von denen geben. Okay. Die zu drehen macht nicht besonders viel Sinn. Also zumindest den hier und den hier, weil die auf allen vier Linien Ausgang haben. Und der hier hat auch auf allen vieren einen...
Der ebenfalls. So, jetzt habe ich den Part hier oben sozusagen ausgesperrt. Das geht hier auch noch. Aber dann komme ich hier unten nicht lang. Dann muss ich vielleicht doch irgendwie hier lang. Aber jetzt gibt es ja wieder einen Weg zu dem hier hoch. Den kann ich auch nicht vermeiden. Verschieben kann ich hier nicht. Ach so, vielleicht. Oder? So. Aber dann werde ich ja den wieder nicht los. Also doch, so geht's. Und hier... machen wir das Ganze so. So, jetzt ist hier quasi eine Kante. Jetzt komme ich bis hier runter. Gut, in den hier laufe ich immer noch rein. Da muss ich noch... Genau, das Ganze so machen. Jetzt kann ich hier diesen Pfad laufen, sozusagen. Und komme hier unten an, genau. Und ich glaube, ich komme auch nicht zu dem hier. Nee, die beiden sind hier sozusagen eingesperrt. Über diese Linie hier kommt nichts. Und der hier unten ist da mit dem eingesperrt. Da unten kommt auch nichts rüber. Gut, dann passt das. Bingo! Aha! No puzzle's gonna stop me in my tracks! Oh, sorry. I didn't mean... Nein, nein, nicht. Oh, war ja klar! They tried. To take him. The lock must not... The lock on the factory door. Key. Das Zahnrad. Ist Mike tot? What is this thing? Ja, genau. I think I found something important in the hands of a dead lobster. Krankenwagen rufen? I'm going to hold on to it for later. The lake with the ice fishing huts is just past the clearing. I'm going to continue on to see if anyone there seems to have this affliction. Das wird immer verwirrender hier. Ich komme noch überhaupt nicht mit. Hier gibt's noch was. Das Skalkins. Found Isaac Dabner's ID badge. Looks like he came this way sometime before the accident. Why was Lobster, Mike Lobb, out here as well? Nein, nicht nochmal. Ich dachte, man kann's mitnehmen, aber... Offenbar lassen wir das liegen beim FBI. Okay, dann gehen wir mal weiter zum See. Warte, wieso gehe ich zum See? Ich sollte eigentlich zur Fabrik. Hey, Scruffy. Mr. Scruffman. You following me, boy? No, sir. Look like a lost puppy. Go home, puppy. I can't leave until I get that factory back open. I have a few more questions for you. Of course you do. Is this your hut? It's nice. Nope. Oh. Well, what are you doing then? Fixing stuff. It's my job. Lots of stuff getting broke lately. Things get broken on these huts a lot?
Everything gets broken a lot. Keeps me busy. Don't get any ideas. I just do my job.